Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier bei Schröder Backstage im Haus des Bürgers. Ja, heute habe ich diesmal eine Powerfrau im Interview. Sie ist bekannt aus Die Dreisten 3 auf Sat.1. Ja, es handelt sich um Mirja Bös. Wir haben sie getroffen und was wir alles zu erzählen haben, das erfahrt ihr jetzt. Sie sind ja jetzt auf der Bühne tätig. Man hat Sie aber auch schon oft im Fernsehen gesehen. Was macht für Sie denn eigentlich so den Unterschied, auf der Bühne zu stehen und das Programm selbst zu gestalten oder vor der Kamera zu stehen und sozusagen, ich will nicht sagen, die Marionette für den Regisseur zu spielen, aber da hat man ja nicht so viel Spielraum. Mir gefällt es sehr gut, dass ich einen Wechsel der Arbeit habe. Also live ist in der Tat, das werden viele Künstler bestätigen, durch nichts zu ersetzen, weil das so direkt und man hat so nahen Kontakt zum Publikum, was sehr, sehr schön ist. Und es macht aber auch genauso viel Spaß, Rollen zu spielen, die einem ein Regisseur dann sagt und die auch von Autoren geschrieben sind. Das ist halt eine ganz andere Hausnummer. Und für mich ist das ganz toll oder ich bin sehr dankbar, dass ich beides machen kann. Wo fängt bei Ihnen der Spaß an und wo endet er bei Ihnen, wenn es ums Geld geht? Der Spaß endet beim Geld relativ schnell. Das ist ja auch ein Spaßtitel eigentlich. Natürlich tue ich für Geld nicht alles oder wir nicht. Wir machen großen Spaß auf der Bühne. Das Publikum darf entscheiden, was die Honky Donkeys machen. Die müssen dann in der Tat manchmal Schmerzensdinge tun. Und bei mir ist es so, dass ich immer sage, es gibt für mich kein Schmerzensgeld, was bezahlbar ist, weil ich in der Tat nur das tue, was ich wirklich möchte. Und es ist aber so natürlich legitim, wenn jemand anders sagt, ne, ich mache das dafür und möchte das Geld mitnehmen. Das muss jeder total für sich selbst entscheiden. Aber bei mir ist es so, dass ich ganz klar nach dem Lustprinzip arbeite und sage, wenn ich was nicht möchte, dann kann man mir dafür auch das Zehnfache bieten, ich mache es dann trotzdem nicht. Ja, Sie haben schon angesprochen, die Honky Donkeys begleiten Sie auf der Tour. Das sind, wenn ich richtig gezählt habe, sechs genau. Musiker. Genau, sechs Musiker. Wie läuft denn das so im Tourbus ab? Wer hat denn da überhaupt die Hosen an im Bus? Was glaubt ihr denn? Natürlich ich. Ich habe die Hosen an, nicht nur im Bus. Nein, aber das ist ganz schön, mit sechs Männern zu reisen. Es sind ja sieben, der Techniker, der Ralf ist ja auch noch dabei. Und es macht sehr viel Spaß. Und wenn es darauf ankommt, passen die auf mich auf. Und ansonsten gucke ich, dass sie Kaffee haben, wenn sie aufbauen und sowas. Ich kümmere mich auch drum. Ich nehme sogar teilweise die Kostüme mit nach Hause und wasche sie mal. Aber die Kostüme habe ich auch ausgesucht. Aber ich habe zu sagen, so sieht's aus. Ja, also... So richtig so, oder? So habe ich es auch vermutet, genau. Noch einfach mal für den Zuschauer, wer jetzt heute Abend nicht mit dabei sein wird, habe ich mir vorab schon gedacht, hat einfach Pech gehabt. Richtig. Was dürfen die anderen Zuschauer denn erwarten in den anderen Städten, wo sie noch hinfahren? Die Zuschauer dürfen ganz viel Spaß erwarten, sehr viel Stand-up, sehr viel Impro und natürlich auch lustige Lieder und Musik. Und das ist auch in der Tat so, dass die Zuschauer das Programm mitgestalten dürfen, weil die dürfen auf Zettel schreiben, was sie sich wünschen. Wenn Sachen reingerufen werden, wird es auch verwurstet. Also man kann sich auf gute Laune einstellen. Und ich hoffe, das wäre das Ziel so eines Abends, dass die Leute dann auch mit guter Laune nach Hause gehen. Dann habe ich es geschafft. Oder wir. Ja, schön, dass Sie sich die kostbare Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und ich schaue mir natürlich jetzt das auch an alles. Ja, ne? Das und, wird schön. Genau, und gebe dann dementsprechend euch noch Rückmeldungen. Ja, vielen Dank, Mirja Bös. Ja, ihr Lieben, das war der wunderschöne Abend hier im Haus des Bürgers mit Mirja Bös und den Honky Donkeys. Wer nicht dabei war, hat einfach nur Pech gehabt. Und an dieser Stelle noch eine kleine Information für euch. Wenn es mal nicht so läuft, mit Geld reicht man zu einiges mehr. Probiert's aus oder lasst es sein. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal mit Ramstedt TV und Schröder Backstage hier im Haus des Bürgers.